Meine lieben User, heute habe ich wieder einen neuen Titel für euch. Und zwar ist das diesmal What's Up von der Gruppe Four Non Blondes. Diese Gruppe hatte ja einen großen Hit. Das war dieser Titel wahrscheinlich auch, oder ist er. What's Up ist wahrscheinlich viel noch im Ohr. Am besten mal googeln, ist ein toller Titel und gerade für Anfänger super geeignet. Wir haben nämlich nur drei Akkorde in diesem Titel. Und zwar ist das das folgende, der G-Dur, A-Moll, C-Dur, wieder G-Dur. Drei Akkorde, also G, A-Moll, G-Dur, C-Dur, wieder G-Dur. Ja, der Aufschlag ist nicht wirklich schwer, ist ein typischer Allround-Aufschlag, den ihr in vielen anderen Titeln auch wiederfinden werdet. Und zwar geht er wie folgendermaßen. Ihr fangt an mit G-Dur. Gitarrenspieler.com, das PDF zum Download für euch. Ja, ich wiederhole am besten nochmal die Akkorde, weil das ist das Wichtigste, was ihr hier lernen könnt oder müsst für diesen Titel, um ihn spielen zu können. Speziell für Anfänger, wie auch meine komplette Internetseite, die ihr euch anschauen könnt, gibt es viele tolle Sachen direkt für Anfänger, von Anfängern, über Anfänger, alles Mögliche. Schaut am besten mal rein, ist eine tolle Sache. So, wir fangen an mit dem G-Dur nochmal. A-Moll, C-Dur, wieder G-Dur, wieder A-Moll, oder C-Dur. Wenn euch unsicher seid und ihr merkt, dass die Saiten nicht klingen oder dass die Akkorde noch nicht drauf sitzen oder ihr die noch nicht so gut könnt, dann ja, fixiert euch erstmal nicht auf diesen Text, sondern übt einfach erstmal das Akkordwechseln. Am besten immer G, dann wieder zu A-Moll, wieder C-Dur, wieder zurück zu A-Moll, G-Dur. Wie gesagt, der Aufschlag ist ganz einfach. Ihr könnt den Titel auch ganz langsam spielen, damit ihr merkt, wie der Rhythmus ist, dass ihr dafür ein Gefühl bekommt. Ist eigentlich ganz praktisch. Also macht das ruhig, nicht überstürzen, nicht zu schnell spielen, sondern einfach immer ruhig und eben weg. Also ganz langsam. G-Dur, A-Moll, C-Dur. Ich wiederhole nochmal den Aufschlag, weil der ist oftmals nicht so einfach zu spielen. Vielleicht könnt ihr schon Akkorde spielen, wisst aber immer nicht so richtig, Mensch, wie geht denn der Aufschlag jetzt nochmal, wie war denn das genau? Was ich immer empfehlen kann ist, hört euch das Originallied dazu an, hört euch die Akustikgitarre dazu an, weil das ist ein wunderschöner Titel dazu. Ihr könnt es am besten nur lernen durch Hören. Ja, also immer schön auf den Titel hören, wie die spielen und dann langsam nachspielen, wie ich das auch mache.
C-Dur. Still trying to get at that great big hill of hope for a destination. I realized quickly as I knew I should, what was made of this brotherhood of me. Und so weiter und so fort. Ja, ich hoffe, ihr konntet was lernen in dieser Lektion heute. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf meiner Seite vorbeischaut unter www.gitarrenspieler.com. Tragt euch am besten für meinen Newsletter ein, dann seid ihr auf dem Laufenden, was es für neue Lektionen gibt. Ansonsten noch viel Spaß und bis demnächst. Euer Mike.